Willkommen beim Whisky Nerd. Heute geht die Reise ins schöne Deutschland nach Bayern. Und wir sind bei der Scheibelbrennerei. Lieber gesagt bei der Scheibelmühle. Und hier stehen der Kraftwerk, der Stockwerk und der Feinwerk. Das werden die nächsten drei Videos werden. Heute geht es um den Kraftwerk. Der ist abgefüllt mit 58,7%. Dieses Sample kostet so um die 12 Euro. Die große 0,7 kostet 89 Euro. Da kauft man sich lieber, wenn man ihn nicht kennt, mal diese kleinen. Emil Scheibel, geboren 1889. Und da hatte die Familie diese Mühle im Besitz und produzierten Mehl. Die umliegenden Bauern belieferten sie mit Getreide. Aber zahlen konnten sie meistens nur mit Naturalien, Gemüse oder auch Obst. Und dann hatten sie meistens immer so viel Obst, dass er auf die Idee kam, Schnaps zu brennen. Die Familie besaß schon ein Brennrecht, was sie nur für den Eigenbedarf nutzte. Und dann hat er 1921 in der Nähe den Schwarzwaldhof gekauft und dort die Scheibelbrennerei gegründet. Und man begann mit der Schnapsproduktion. Dann in den 1986 hat man sich entschieden, die Mühle zu schließen und sich nur mehr rein auf die Brennerei zu konzentrieren, was sie auch erfolgreich gemacht haben. Sie produzieren Brände, Edelbrände, Wodka, Brandy, Gin, jetzt auch Whisky. Und für den Whisky haben sie sich dann was Besonderes überlegt. Sie haben hier die komplette Mühle leicht umgebaut und eine Whisky-Destillerie da hineingebaut. Sie haben sich auch hier eine schöne Potstill-Anlage gekauft, wo auch diese Kupferbrennblase handgehämmert ist, wie sie hier schreiben. Sehr edel. Vier Stockwerke. In diesen vier Stockwerken werden verschiedene Fässer gelagert. Im obersten, im vierten Stockwerk gibt es, was ich so gelesen habe, amerikanische Eichenfässer. Im dritten Fass sollen so Cognac-Fässer sein. Im zweiten sind dann europäische Fässer. Das wären deutsche Eiche. Zumindest auch französische Eichen sein. Und dann im ersten Stock machen sie ihre Finishes. Und jetzt ist dieser Kraftwerk und auch der Stockwerk, die bestehen beide aus vier Stockwerken, also ein Cuvée aus vier verschiedenen Fässern. Beim Feinwerk, glaube ich, sind das dann nur zwei, das schauen wir uns dann später an. Und der erste Whisky haben sie dann 2014 gebrannt. Also 2014 ging es los mit der Produktion. 2018 wurde die Mühle eröffnet. Wir haben hier eine schöne Farbe. Geht Richtung Maragoni. In diese Richtung. Ich habe hier einmal die 58,7 und da habe ich mir eingeschenkt und dann ein paar Tropfen Wasser dazugegeben. Schauen, was er dann macht. Aber wir schauen uns jetzt einmal hier die 58,7 an. Ja, der Nase muss ich erst an den Alkohol gewöhnen. Wie gesagt, 12 Euro und die große Flasche dann 89 Euro. So, jetzt geht's und wir haben hier eine schöne Süße. Schöne, dicke Süße. Karamell dabei. Damit schon ein bisschen fruchtig, es geht Richtung, erinnert mich ein bisschen an Apfelstrudel, Äpfel, Zitrus. Da kommt ein bisschen etwas Erdiges. Ich meine, eine sehr schöne Nase. Probieren wir mal. Natürlich ein schöner Antritt, kraftvoller Antritt. Bleibt süß, leicht sauer, also so ein süß-säuerliches Spiel. Ja, kommt noch ein bisschen Eiche. Bisschen Malzigkeit. Abgang kommt jetzt eine leichte pfeffrige Note, aber jetzt nicht schlimm.
bisschen trocken werden da. Vielleicht so ein bisschen so in Richtung Ingwer, diese Richtung. Da werden wir jetzt ein bisschen sogar unter die 50% kommen. Da kommen jetzt doch mehr, ein bisschen mehr die Zitrusfrüchte durch. Und die Erdigkeit wird ein bisschen intensiver. Ja. Interessant. Natürlich der Antritt jetzt nicht so intensiv, aber ein bisschen cremiger. Ja, süß-säuerliche bleibt. Also das Gefühl mehr jetzt ein bisschen von einem Honig dazu. Bisschen Eiche. Und der Abgang ist jetzt, ja. Jetzt geht es mehr Richtung kandierten Ingwer. Also diese pfeffrige Note wird jetzt am Schluss etwas süßer mit Wasser. Interessant. Hat beides was. Man kann sich halt immer mit solchen starken Whiskys immer mit Wasser spielen. Obwohl mir eigentlich die 58,7 besser gefallen. Also intensiver in der Nase. Wir haben eine schöne, schwere Süße. Ja, geht Richtung Äpfel. Schöne Erdigkeit. Ja, sehr schön. Ja, beim zweiten Mal jetzt wird es schon besser. Eine schöne Malzigkeit noch mit dabei. Säure lässt jetzt sogar ein bisschen mehr nach. Schöne Eiche. Jetzt kommt wieder leicht diese Pfeffernote. Leichte Ingwer, aber es ist auch noch kein Chili Catch. Eine leichte Pfeffrigkeit. Nicht schlecht. So, da Unterkraftwerk. Preislich natürlich, ja, das kennen wir auch von den Österreichern mit 90 Euro. Schon etwas hoch angepriesen. Plus 3, schon bis in die minus 2, würde ich sagen. Also der grenzt hier schon so im Grenzbereich, würde ich mal sagen. Liegt dieser Kraftwerk. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was da in Zukunft kommen wird. Das ist schon mal ein sehr gutes Grundprodukt. Mal sehen, wer da noch ein bisschen älter wird, aber wirklich nicht schlecht. So, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend. Beim nächsten Mal geht's zum Stockwerk.